Ich habe dich gesucht. Ich kenne dich nicht. Du hast ein ganz schönes Durcheinander angerichtet. Wovor hast du Angst? Hab ich gar nicht. Du lügst. Hab nichts getan. Hab nichts gesagt. Weiß nichts. Hab nichts gesehen. Ich glaube, ich die Spinne. Schöne Grüße hier aus The Witcher 2 von mir, dem Ameisenkönig. Wir sind als Detektiv Geralt von Riva hier unterwegs in Vergen, um den, nicht den Mord, die Vergiftung an Saskia, der Drachentöterin, auf den Grund zu fühlen. Nee, auf den Zahn zu beobachten. Auf den Zahn zu fühlen, genau, genau. Wir haben hier den Typen, der das Glas, oder nee, den Kelch von Saskia, da den Wein eingeschüttet hat und suchen jetzt den, den Grund oder den Typen halt, der das beauftragt hat. Wir haben hier einmal den Diener, der eigentlich Saskia vergöttert und einmal den Typen, der den Kelch gemacht hat. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum bin ich jetzt nicht bei der Quest von Torak, nee, von Baltimore jetzt noch dabei. Ich habe jetzt den Schlüssel gefunden. Also wir haben den Schlüssel bekommen. Und da, wo ich die Busch zuerst weggemacht habe, da müssen wir reingehen. Aber ich habe im Internet gelesen, dass man mehr Erfahrungspunkte macht, wenn man die Quests in einer bestimmten Reihenfolge macht. Deswegen habe ich nochmal jetzt den Aufruhr angemacht. Also wenn man mit Philippa Eilert über das Band von Triss redet, dann wird ja gesagt, hey, da ist ja ein Aufruhr, Prinz Dennis soll Saskia vergiftet haben, die Bauern und die Adligen sind gerade am Betteln vor dem Zimmer von Stannis. Und ja, soweit bin ich. Ich habe dann mit den Bauern geredet und den Zwergen, genau. Doch mit den Zwergen und mit den Bauern, genau. Und von den Zwergen habe ich ja den Tipp bekommen, dass Torak vielleicht einen zweiten Kelch angefertigt hat. Und von den Bauern habe ich mitbekommen, dass er hier der war, der den Wein eingeschenkt hat, der dann Saskia letztendlich vergiftet hat. Und was war... Ja... Moment mal. Ja doch, und das... und dann habe ich jetzt aber nochmal die Quest halt pausiert für uns jetzt halt, die mit Torak, genau. Und Baltimore. Sprich oder ich schneide dir die Hand ab. Eigentlich will ich dir nichts tun, aber wenn es sein muss, schneide ich dir die Hand ab. Nein! Nein, nicht! Tu uns den Gefallen und rede. Hab gehört, was der Priester zum Fürsten gesagt hat, dass die Jungfrau eine Bestie in Menschengestalt ist. Welcher Priester war das? Olkan, der, den sie getötet haben. Müssen wir prüfen, ob du die Wahrheit sagst? Beim Grab meiner Mutter, ich lüge nicht! Was hast du noch gehört? Rede. Na, als ich Saskias Gemach gerichtet habe, kam der Priester. Der Fürst hat sein Quartier nebenan. Laut haben sie nicht geredet, aber ich habe gehört, wie der Pfaffe sagte, ruf du nur die Dienerschaft aus der Küche. Mehr nicht. Nur Olkan, der Priester, könnte dir alles genau schildern. Tote sind nicht gesprächig. Vielleicht hat er was hinterlassen, irgendwelche Spuren. Vielleicht. Das kommen viele Fremde in der Stadt. Das Haus des Priesters. Bitte Cecil Burton um weitere Informationen darüber. Es heißt, jemand habe ein. Finde das Haus des Priesters. Bitte Cecil Burton um deine Hilfe. Das ist natürlich sehr, sehr geil, dass wir jetzt von beiden, also dass wir jetzt hier eine dicke Spur haben auf jeden Fall. Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie total gar keine Spur. Moment. Die Wände haben Ohren und der verdächtige Torak. Der verdächtige Torak, da müssen wir den weiteren Verlauf der Ereignisse abwarten. Er behauptete, mit einer Kopie nichts zu tun zu haben. Das habe ich nämlich nochmal gemacht, mit ihm geredet. Und hier, die Wände haben Ohren. Finde das Haus des Priesters. Bitte Cecil Burton um die Hilfe. Ich glaube, das können wir mal ganz kurz machen. Wo ist denn das Haus von dem? Ne, wir müssen ja nur zu Cecil, ne? Wo ist denn der Jute? Ach ja, ach. Moment mal. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, welchen Geheimgang. Ich meinte nicht, welchen Geheimgang, aber wie ich mich jetzt immer orientiere. Und zwar ist die Stadt ja komplett Banane aufgebaut. Man kann sich das hier aber gut merken an dem zentralen Punkt von diesem Haus hier. Wenn man in dieses Haus reingeht, kann man entweder die Brücke oben hergehen. Also man kann hier erstmal da ganz nach oben gehen. Oder dann auf die rechte Seite gehen. Ne, auf die rechte Seite. Hier genau. Hier kommt man entweder raus oder hier. Und kommt dann wieder hier raus. Also, ach, ja.
Sehr kompliziert, aber irgendwie auch effektiv. Ne, wir müssen ganz nach oben. Oder? Ne, wartet mal. Komme ich jetzt bei einem... Ne, doch. Alles richtig. Alles richtig. So. Genau. Da oben wohnt Cecil. Genau. Hier rechts. Ja, ich kenne mich endlich hier aus. Sehr geil. Und da sitzt er doch. Die haben es auf ihren eigenen Fürsten abgesehen. Menschen sind doch verrückt. Ich hoffe, Skalen wird mit diesem Saustall fertig. Was brauchst du, Hexer? Wo hat der Priester Olkan gewohnt? Ich will wissen, wo der Priester Olkan gelebt hat. Das zeige ich dir am besten auf der Karte. Das wäre ungefähr hier. Danke. Leb wohl. So, dann untersuchen wir mal das Haus von dem Olkan. Also das ist der Typ, der den Fluch letztendlich ausgelöst hat, der sich hat töten lassen von Henselt. Der Olle, die Olle Lusche. Und wenn wir dann... Biber! Oh Mann, die nerven echt total. Wenn wir dann bei dem irgendwelche Informationen erhalten haben, können wir vielleicht etwas mehr machen. Die Spur mit Thorak war ja jetzt nicht ganz warm, sag ich mal. Aber schauen wir mal, wie die Quest abgeht mit Baltimore. Denn Baltimore ist ja der tote Meister von dem Thorak gewesen. Und vielleicht wissen wir dann doch noch irgendwas mit dem Kelch. Wir brauchen ja nur eine Bestätigung, dass der Kelchtyp... Ich bin hier komplett falsch abgebogen, hä? Wenn's ums Heiraten geht, sind sie furchtbar. Dass der Thorak den zweiten Kelch gemacht hat und dann vielleicht Olkan gegeben hat. Wir schauen mal, wir müssen noch ein bisschen weiter hier, okay. Hier oben rechts. Gut, und dann können wir weitermachen mit der Quest mit Baltis. Ach, das glaubt mir doch keiner. Nee. Hä? Ach nee, jetzt weiß ich, wo der wohnt. Genau, wir müssen hier durch die Mauer durch, nee, durch das Tor. Und dann links und dann da, wo ich immer dachte, dass die Skulettel lagern. Aber da lagern sie ja gar nicht. Hier ganz am in der südlichen Spitze von Wehrigen. Genau. Hast wohl mit einem Bären geknutzt. Ein Rundurin-Platz. So. Zack. Hier haust außerdem auch noch mal ein Priester. So, jetzt müssen wir hier rein, oder? Ja, genau. Hier rechts. Die Olle schrubbt hier vor noch mal die Boten im Boden. So, hier hat er gewohnt. Okay, wir können mal gucken, was wir so finden. Hier im Korb. Nicht viel. Die Bücher. Nichts Besonderes. Hat einer die Bücher hier alle durchwühlt oder was? Oh, das graue Fähnlein. Olkans Aufzeichnungen. Was steht denn da drin? Ein Bauplan für einen Kelch. Hey, das ist ja interessant. Also, das ist ja super geil. Das ist doch eine Verbindung. Ja, super. Alles klar. Die Verbindung habe ich gesucht. Wir können uns noch ein paar Ohren suchen. Ey, dann haben wir ja echt das volle Spektrum gleich an Fakten, wenn wir gleich nochmal mit den Adligen quatschen werden. Ich werde erstmal aufbrechen zu dem Schiffswrack, denn dort ist ja halt dieser... habe ich den Busch abgebrannt. Letzte Folge und dort können wir dann... Die Wände haben Ohren. Nein, die andere Quest. Weitermachen und Baltimores Geheimnis lüften. Bis dann. Also den Schlüssel, den ich meinte, den habe ich gefunden. Und zwar, wenn ich bei dem... Das war ja die letzte Aufzeichnung, wartet mal. Den ich falsch interpretiert habe. Moment mal. Genau. Nimm den in der Mitte, die anderen sind schlechter. Bei dem ewigen Wächter, da gibt es ja einmal links... Mitte und rechts, genau da musste ich mit in die Mitte gehen, also zu diesem Vogeltypen und dann in den Steinbruch rein. Und genau da waren die Ingrand-Zeichen und nicht irgendwas mit Igni oder sowas. Also habe ich das komplett falsch interpretiert. Und da war halt ein Schlüssel ganz am Ende. Und konnte ich dann aufmachen mit dem Schlüssel, den wir bekommen haben, auch in Baltimores Haus. Und jetzt, dann solltest du sicher dein Ziel erreichen. Kommst du rechts an einen Ertrunkenen vorbei, sein Schatten zu Mittag der Hinweis sei. Der Ertrunkene, den... Ist denn hier das Schiffswrack mit gemeint? Und wenn es Mittag wäre, ist es wahrscheinlich gerade nicht. Doch, könnte sein. Wird der Schatten dann dahin gehen wahrscheinlich. Aber wir haben das ja irgendwie schon... Ach, ich weiß ja nicht, wieso ich da drauf gekommen bin. Aber ja, jetzt sind wir anscheinend richtig. Ja, lässt sich öffnen. Super. Und hier ist Baltimores geheimes Versteck. Hexer, warte! Was machst du hier?
Ich folge dir, seit du mich das erste Mal nach Baltimore gefragt hast. Da bist du nicht der Einzige. Um die anderen mach dir keine Gedanken. Das sind meine Lehrlinge. Ich mach dir einen Vorschlag. Bevor du die Kiste ausräumst, lass einen meiner Lehrlinge Baltimores Aufzeichnungen rausnehmen. Der Rest ist dein. Was? Was liegt dir eigentlich an den Notizen? Was steht in diesen Aufzeichnungen, dass du so versessen auf sie bist? Wieso darf ich sie nicht sehen? Baltimore wurde im Alter etwas sonderbar. In der Kiste könnten Dokumente sein, die für viele Amtspersonen in Werken kompromittierend wären. Ich lasse nicht zu, dass jemand sie liest, auch wenn es nur Hirngespinste sind. Deshalb lass uns die Kiste durchsuchen, bevor du selbst reinsiehst. Wir nehmen die Papiere an uns, du bekommst einen Beutel Orins und für immer Rabatt in meinem Runengeschäft. Laber nicht. Wieso soll ich das denn, dieses Angebot annehmen? Bekommst du einen Dickelbeutel Orins? Nee, ich lass mich nicht schmieren. Solche halbseidenen Geschäfte mache ich nicht. Ich mach dir auch einen Vorschlag. Verschwinde, dann kannst du deinen Kopf behalten. Ich wusste, dass man im Guten bei dir nicht weiterkommt. Macht ihn fertig, Männer! Ich weiß nicht, wieso man nach jahrelanger Erfahrung, dass ich auch der Schlechter vom Blaviken sein kann, immer noch einen Hexer unterschätzt. Weiß ich auch nicht, wie das geht. Probieren nochmal. Ja, komm. Oh, ich wollte ihn leider mit dem Finisher fertig machen, hat aber nicht geklappt. Naja, was hat er denn dabei? Oh, Thorax-Schlüssel. Blaues Meteoritenerz, rotes Meteoritenerz, gelbes Meteoritenerz. Schema-Rune der Erde. Oh, geil. Finde das Schloss, zu dem Thorax-Schlüssel passt. Ah, vielleicht können wir mit dem Schlüssel was anfangen. Das ist ja interessant. Vielleicht finden wir ja auch nochmal Beweise. Geil, das wäre ja super geil. So, was ist denn jetzt hier gelagert? Hier ist Balissa gelagert. Ah, ein Säbel. Und Bibermütze. Baltimores Aufzeichnungen und Runen. Cool. Sind denn Baltimores Aufzeichnungen jetzt hier? Thorak, wenn du diese Worte liest, dann hast du mich erwischt. Aber freu dich nicht zu früh, du Sausack, denn jetzt erwische ich dich. Durch welche Höllen ich auch gehen muss, ich werde zurückkehren und dir den Frieden rauben. Du wirst leiden, du wirst weinen. Es gibt keine Gnade für Mörder. Sieh dich vor, denn ich räche mich eigenhändig oder mit fremder Hand. Baltimore. Ja, hat er getan, geil. Durch seinen Traum, den er weitergegeben hat. Anscheinend hat Thorak ihn getötet. Jetzt verstehe ich das auch. Oh, Säbel ist eine Zusatzwaffe und macht nur 18 Schaden. Sehr doof. Und was ist denn eine Bibermütze? Biber. Kann ich nicht benutzen, schade. Ey, wieso habe ich eine Bibermütze? Verstehe ich nicht genau. Sonst war hier nichts mehr drin, oder? Ich glaube nicht, ne? Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber, oh, hier ist noch ein... Oh, Energiekreis. Ein Bastardschwert. Ist das gut? Ich denke eher nicht, ne? Nee, ist mega kacke. Ja, in der nächsten Folge wieder, wo wir dann am Hofe von Prinz Stannis ihn oder halt der Gerechtigkeit überführen, je nachdem, ob er es war oder nicht. Ich glaube, den Beweis hole ich mir zwischen der Folge, also seht ihr da nicht, was es ist, sondern erst in der nächsten Folge, wenn Geralt es euch zeigt. Bis dann, ciao.